Gilt auch für die Bayern, die für ihre Verhältnisse eine sehr ruhige Winterpause hatten. Lange Zeit aus Sicht der Fans auch zu ruhig, weil eben der herbeigesehnte Wintertransfer noch nicht vermeldet wurde. Jetzt aber ganz frisch ist es so, dass Eric Dier von Tottenham in München gelandet ist und er also den FC Bayern jetzt kurzfristig verstärken wird. Und Sie, Herr Ralf, würden Sie das wert, bitte? Der Kollege Palinha war auch schon in München. Das heißt, lassen Sie uns, alleine Ankunft in München ist aus ist Ihrer Sicht noch nie, kein und auch noch Kriterium. Nicht Säbener, jetzt kommt der Medizincheck, gilt immer noch nicht. Dann geht es zur Säbener Straße, gilt auch noch nicht. Erst wenn dieser Privatflieger, wahrscheinlich war es einer, wieder abgeflogen ist und wenn niemand mehr zum Flughafen fährt, sondern wenn es dann in den Klamotten auch bleibt. Auch Klamotten, die Bayern-Klamotten sind noch nicht das Ding. Das glaube ich erst, wenn es vorbei ist. Das ist wieder auf die letzte Minute, Dier. Ich nehme an, er wird, das ist wirklich, weil Tottenham sich den Rumänen geholt hat, an dem die Bayern dann auch noch rumgedoktert haben. Ja. Ja. Es gibt auch Leute in München, die sagen, sag mal, wir hatten doch das gerade im letzten Transferfenster bis zur letzten Sekunde und dann gingen die Sachen schief, weil Fulham gesagt hat, sorry, wärt ihr früher gekommen, hätten wir uns früher kümmern können und so. Und jetzt wieder bis auf den letzten Drücker. Puh, also, aber ja, den kann aber ich sagen Sie was vorstellen. Zu Dier. Hier sehen wir ihn mit Harry Kane, die beiden haben dort zusammengespielt, auch bei der Nationalmannschaft. Also, englischer Nationalspieler, der kann dazwischenhauen, der wird sicher nicht Franz Beckenbauer imitieren. Ja, aber der wird Ihnen das lösen können, zumindest erstmal auch aufgefüllt. Innenverteidiger und Außenverteidiger kann er spielen und ist englischer ausgebildeter Abwehrspieler. Das reicht fürs erste Mal. Das heißt, es ist aber nicht der Ansatz, dieser Spieler macht den FC Bayern sofort besser, sondern er ist ein Backup für den Fall, dass die allererste Reihe ausfällt, wenn in der Innenverteidigung jemand fehlt, wenn rechts jemand fehlt, wenn auf der Sechs jemand fehlt. So würden Sie ihn auch sehen? Oder? Ja, aber das klingt jetzt so despektierlich ein bisschen, finde ich. Lass doch mal. Ming-jae ist jetzt weg in Korea, weil er Asien-Cup spielt und Masraoui ist verletzt und spielt, wenn, dann Afrika-Cup und so. Also du brauchst einsatzfähige Spieler, die sofort auf einem solchen Niveau, auf Bayern-Niveau da reinkommen können. Du kannst nicht irgendeinen holen und sagen, ist doch wurscht, der kann zwar nichts, aber da haben wir halt noch einen. So, das ist nicht der Fall. Also der ist da ja schon in der hohe Qualität, glaube ich. Jetzt mal gucken, wie er sich da in der Bundesliga zurechtfindet, wenn er gebraucht wird. Es gibt, Didi Hamann hat gesagt, das erinnert mich an den Blind-Transfer von Ajax, wieder so einen holen, der bei Tottenham, der kaum gespielt. Der soll dann plötzlich bei Bayern. Also erstmal ist es auffüllen, haben Sie recht, aber nicht auffüllen mit nur Zählkandidat und damit ein Foto gemacht werden kann, Mannschaftsfoto und dann nicht nur Lücken stehen, sondern das, ich glaube, das ist ein guter Transfer und man muss gucken, was er bringt, wenn er jetzt auch wieder Spielpraxis gesammelt hat. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Aber und man kann davon ausgehen, dass Kane mitgesprochen hat, oder? Also es wäre ja absurd, wenn da nicht die Meinung einholt. Also einer, der mit ihm die ganze Zeit zusammengekickt hat und Nationalmannschaft gekickt hat, wenn du den nicht fragst, du bist ja verrückt. Und Kane ist viel zu sehr Profi, als dass er da irgendeinen Kumpel reinquatscht. Sondern wenn die beiden ihn gefragt haben, kann der das, was wir uns vorstellen. Und dann sagt er, das habe ich im Training oft genug habe ich das oft genug zu spüren gekriegt. Nee, ist ja. Ihr Eindruck, dass die Bayern noch mehr machen wollen? Also werden sie so irgendwann doch noch mal bei Palinha Hallöchen? Ich glaube, im Sommer werden sie noch mal. Aber jetzt, Januar kann durchaus abgeschlossen sein. Ich glaube, damit hat es sich jetzt auch. Ich glaube, du hörst auch nichts aus Fulham, dass da ein großer Umsturz passiert. Und die 60 Millionen scheinen ihnen gerade auch zu viel zu sein. Ja. Und für eine Position, wo ja der eine oder andere auch sagt, ja, da gibt es ja durchaus auch im Kader Spieler. So, oder Tuchel das zumindest, weiß ich nicht, laut sagt, aber leise ins Öhrchen flüstert, jetzt lass doch mal gucken, ob Goretzka das nicht doch und dann Leimann, weißt du, vielleicht kriegen wir das ja hin. Jedenfalls ist der Druck ein bisschen raus aus dieser Position, habe ich den Eindruck. Das war jetzt deutlicher, diese Abwehr hinten, diese Abwehrproblematik. Und die mussten sie lösen. Und wenn das jetzt Dier geworden ist, dann
ab dafür. Ich habe gerade gesagt, die Winterpause war relativ ruhig beim FC Bayern, was so Personaldebatten betraf. Dann kam aber die Nachricht, und die hat zumindest eventuell indirekten Einfluss, dass Ancelotti doch bei Real Madrid verlängert. Insofern Xabi Alonso im Sommer 24 garantiert nicht zu Real Madrid wechseln wird. Könnte das für Tuchel ein Problem werden, dass ein Xabi Alonso dann doch noch nicht verschenkt ist, falls die Rückrunde nicht so laufen sollte, wie sich die Bayern das erhoffen? Also für Tuchel ist immer erstmal ein Problem, wenn die Rückrunde nicht so läuft. Und das werden wir sehen in der Champions League, wenn wir es sehen, sehr bald. Das wird ja abgefragt einfach. Und da gibt es keine Haltungsnoten, sondern Bayern muss Ergebnisse liefern. Und da kann Viertelfinale, wenn er das gerade andeutet, ist ein bisschen wenig. Letzten vier heißt es, Halbfinale. Ja, letzte vier, wenn er das gesagt hat, dann das würden sie schlucken. Und Meisterschaft selbstverständlich. Also, natürlich ist Xabi Alonso mit die heißeste Stück Kohle auf dem Grill da, überall. Real Madrid, ich dachte, Ancelotti sei durch mit Brasilien, aber dort ging es drunter und drüber. Präsident abgesetzt, dann wieder eingesetzt und Sperre für Brasilien möglicherweise, was weiß ich was alles. Also, die zerlegen sich gerade so ein bisschen selber, haben jetzt einen neuen Trainer geholt. Mal dem, was der hinkriegt, denn Brasilien hat ja auch Ansprüche. Also, Ancelotti bleibt bei Real, macht den Umbruch. Das wird Mbappé gut gefallen, nehme ich an, diese Botschaft, dass da nicht irgendein neuer Junger kommt, sondern der ältere Herr, mit dem man das sehr gut leben kann. Und Xabi Alonso bleibt erstmal ein Thema. So. Und natürlich ist er für alle Clubs. Manchester United, glauben Sie mir, Manchester United wird. Ich lasse über Bayern noch nicht ganz raus, Herr Reif. Die wollen Tuchel lassen. Wenn Alonso. Na, überhaupt nicht. Ja. Aber die Diskussion ist ja spannend. Wenn Alonso Meister wird, heißt das ja automatisch, Überraschung, was Bayern es nicht geworden ist. So. Und Bayern, der alte Impuls, wir holen, wenn uns einer geärgert hat, holen wir den weg. Der Champions League Triumph ist ja nach wie vor eher der unwahrscheinlichste Titel von den beiden, die noch übrig sind. Eine erste titellose Saison nach 12 Jahren und den vermeintlichen Wunschkandidaten in Leverkusen als Trainer sehen, das könnte auf jeden Fall eine Thermik ergeben. Aber wer weiß, vielleicht wird Bayern auch Meister und wir alle sagen, ha, der Tuchel hat es aber nochmal gezeigt. Ja, aber was halten Sie denn von der Möglichkeit, dass Xabi Alonso und Carlo Ancelotti und Florentino Perez in Madrid mal essen waren und gesagt haben, wir machen es jetzt doch so, machen keine Experimente, du bist noch jung. Aber du weißt, dass du mach dir keinen Kopf. Du musst über nichts nachdenken, bitte. Und versuch's gar nicht erst. Und nimm kein Telefon ab und gar nichts. In 2 Jahren, Carlo geht dann, weiß ich nicht, nach Vancouver zu seiner Frau ein bisschen wandern. Dann übernimmst du Real Madrid. Oder Ancelotti geht doch nach einem Jahr und es ist gerade nur so ein bisschen Valium, was verteilt wird. 2 Jahre passiert. Jetzt lassen Sie ihn doch erstmal mit Leverkusen. Ja, und in Leverkusen sind Sie happy, dass das so gelaufen ist. Und Meister muss auch erstmal werden. So, jetzt erstmal nochmal. Der Flug war steil nur nach oben. Jetzt gibt es eine Phase und jetzt gucken wir mal, wie die Saison zu Ende geht. Aber Xabi Alonso wird seinen Job nicht verlieren. Er wird nicht verlieren, was er kann. Das Interesse von Real Madrid wird bleiben. Und ja, er ist für jeden Club, Manchester United. Was glauben Sie, was die veranstalten werden in den nächsten Wochen und Monaten, um diese Xabi Alonsos, die wenigen, die es nur gibt, um die nach Manchester zu zerren, zu verschleppen, zu kidnappen, was weiß ich. Und wir werden auch sehen, wie Alonso den Ausfall von Boniface wegsteckt. Afrika Cup ist es ja nicht, aber leider eine schwere Verletzung bis April, wenn die Leverkusen auf ihn verzichten müssen.